Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update und auch Season 11 Leaks sind mit am Start. Ich habe zum Beispiel eine Animation vom Watson-Erbstück, Bilder im Allgemeinen vom Watson-Erbstück. Ich habe die neue Edition, die Loba Edition, die in Season 11 kommt. Ich habe Teaser-Daten im Oktober, die uns die Season 11 anteasern. Ich habe Bilder zur neuen Arena-Map in Season 11. Ich habe einen neuen Arena-Modus League oder einfach größere Gruppen als 3 vs 3. Ich habe sogar die Deathbox für die neue Map. Die sieht optisch ein bisschen feiner aus, vielleicht einfach nur ein bisschen mehr Dreck dran. Keine Ahnung. Was habe ich noch? Ich habe etwas, was auf Ash hinweist als menschliche Form. So eine Art Hologramm. Das wollte ich sagen. Was habe ich noch? Ich habe, oh Gott, ich habe eine Menge Skins zum kommenden Event, nicht das aktuelle Rampart Event. Es gibt noch ein Event, Moment, ich blende einfach mal die Daten ein, bevor ich das vergesse. Das Monsters Event, das startet am 12. Oktober, soll 2 Wochen gehen und das letzte Event, was uns in dieser Season erwartet, ist am 26. Das ist das Halloween Event, Shadow Royale, kennt man schon mal, Kings Canyon After Dark und so weiter. Den anderen Spaß, den ihr so, hier so seht, den könnt ihr eigentlich getrost außer Acht lassen. Ich zeige euch jetzt erst einmal sämtliche Skins vom Monster Event. Das ist nämlich eine ganze Menge, was ich da schon habe, denn in den Game Files, seitdem das Event draußen ist, beziehungsweise der Patch, den konnte man ja preloaden, da haben die ganzen Dataminer wieder eine ganze Menge Spaß gehabt und haben eine Menge rausgefunden. Wir fangen jetzt einfach mal mit den ganzen Skins an und dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf das Watson-Erbstück, was ihr denkt, bevor ich mittlerweile weiß, ich, was es darstellen soll. Ich habe vorher gerätselt. Ich sage euch, was ich dachte, was es ist. Macht vielleicht vorher mal Pause, schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr, was es ist, bevor ich euch meine Meinung sage und ich euch dann verrate, was es darstellen soll. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir fangen mal mit dem Monster-Event an. Wie gesagt, 12. Oktober soll es losgehen. Ein schöner 301-Skin. Mache ich jetzt mal ein bisschen schneller, damit es nicht ewig dauert. Ein absolut genialer Revenant-Skin. Dann haben wir ein Horizon-Skin. Wir haben hier zum Beispiel einen Charm, der nennt sich Headhunter, sieht so ein bisschen aus wie Lobas Kopf, ist noch nicht Loba. Dann haben wir einen Bloodhound Skin. Wir haben einen Spitfire Skin. Dann haben wir einen Walk Skin. Eine Menge Skins auf jeden Fall. Moment, wo war ich jetzt? Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das nicht vergesse hier. Hier haben wir einen Wraith Skin. Ich mache mal ein bisschen schneller, damit es echt nicht zu lange dauert, sonst zieht sich das unnötig. Ein Seer Skin. Dann haben wir einen Caustic Skin. Dann haben wir, was haben wir noch? Einen schönen Loba Skin. Und es gibt wieder so eine Tracker, die ich ultra, ultra nice finde. Wenn du die richtig anordnest, hast du genau diese Tracker dann in deiner Charakterleiste. Einmal Bloodhound, Caustic, wir haben es hier, Loba und hier drüben ist Revenant. Ich glaube, den 301-Skin, genau den habe ich ganz am Anfang gezeigt, sorry. Dann haben wir noch einen Hemlock-Skin, den ich sehr, sehr geil finde von der Optik her. Und dieser 99-Skin für das Monster-Event sieht auch gar nicht mal so übel aus. Jetzt kommen wir zu einem Season 11-Leak. Sehr interessant, es gibt ja in jeder Season eine neue Edition. In Season 11 ist Loba dran, wir haben schon den Skin. Sieht ultra, ultra nice aus, wie ich finde. Und passend dazu gibt es auch die 30-30 Repeater. Hier haben wir nochmal aus zwei verschiedenen Perspektiven den Skin für die Loba Edition. Dann haben wir noch eine Loba Badge, ist ja auch bekannt. Und wir haben die 30-30 Repeater. Sieht absolut stark aus, der Skin, wie ich finde. Und jetzt kommen wir zum Watson-Erbstück. Ich blende es euch erstmal ein. Lasst es mal kurz sacken. Ich mache gleich noch eine Animation an. Und in der Animation ist vorne an der Spitze sowas Enter-Haken-mäßiges. Ich mache jetzt erstmal die Animation. Lasst es einfach mal sacken. Kurze Eigenwerbung. Diese Animation habe ich vorhin schon auf meinem The Apex Inspector Kanal hochgeladen, mein Drittkanal sozusagen. Genau für solche kurzen Clips ist der gedacht. Wer den noch nicht kennt, verlinke ich euch. Dort lade ich öfter mal einfach nur kurze Clips hoch, ohne Gequatsche, ohne Anmoderation, ohne mich. Einfach nur kurze Clips, können mal Leaks sein, Waffenanimation, Erbstückanimation und so weiter und so fort. Macht euch einfach mal ein Bild, schaut mal rein. Ist schon einiges hochgeladen, würde ich mich freuen. Wir sind schon bei 550 Abonnenten, danke für den Support. Jetzt mache ich die Animation noch mal an. Ich verrate euch, was ich denke.
was es ist. Und dann bin ich auf eure Meinung gespannt, was ihr dachtet. Also am Anfang habe ich ja nur das Bild gesehen. Dann gab es auf einmal eine Animation. Hier dachte ich ursprünglich, Mensch, das sieht ja aus wie so ein komischer Polizeilaser, wenn du dann auf der Landstraße gelasert wirst und wirst dann zur Kasse gebeten. Dann habe ich halt die Animation gesehen mit diesen Enterhakenartigen Dings. Da dachte ich, so eine Art wie so ein Grappling Hook vom Pathfinder halt. Aber Achtung, es soll so eine Art Taser sein. Kennt ihr wahrscheinlich von Amis, die haben ja so einen Elektro-Taser, da kannst du irgendeinen anballern und dann zappelt er kurz an der Leine mit Strom und fällt dann um und ist bewegungsunfähig. Passt natürlich. Als ich ursprünglich hier dieses Bild gesehen habe, dachte ich mir, was hat das mit Elektro zu tun? Watson ist nun mal eine Legende, die so ein bisschen mit ihren Kitzelblitzen rumfuchtelt. Also, ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Ich habe jetzt auf meinem Drittkanal schon gemerkt, einige Kommentare, sieht nicht so geil aus. Naja, müssen wir mal sehen. Bei dem Rampart-Erbstück dachte ich ursprünglich, ohne Texturen sieht auch nicht so geil aus. Jetzt ist das Erbstück draußen. Optisch sieht es dann doch gar nicht so schlecht aus, wobei ich mir doch mehr hätte darüber... ich hätte mir einfach mehr gewünscht, sagen wir es mal so. Okay, wir kommen jetzt erstmal zum Halloween-Event. Wie gesagt, Ende Oktober. Und es wird wieder King's Canyon After Dark sein. Das ist nämlich in den Gamefiles aufgetaucht. Nachdem wir jetzt den Preload für das Event hatten, haben das die ganzen fleißigen Dataminer gefunden. Wir haben natürlich wieder den Shadow Royale Modus. Der kommt wieder zurück. Das soll es aber eine abgewandelte Form geben. Wie genau die aussieht, kann ich euch nicht sagen. Und das Event geht auch nur eine Woche bis zum 2. November. Und danach startet nämlich schon, wenn das Event vorbei ist, startet sofort Season 11. Ganz interessant. Und apropos Season 11, wir kommen schon zu den Teaser-Daten. Hier habe ich noch nicht, wann welcher Teaser startet oder was heißt wann welcher. Welcher Teaser und was das für Teaser sind, kann ich aktuell noch nicht sagen, aber ich habe die genauen Tage, wann was kommt. Was aber sehr interessant ist, Moment, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier seitenverkehrt. Ach, ich bin immer zu blöd. Achtung, jetzt machen wir das so, zack. Und zack, da wo mein Daumen ist, auf der Höhe, das letzte Wort, Stormpoint Gaia. Gaia ist ein Planet, da kommt, glaube ich, Rampart, Krypto und der Gasonkel her. Das ist der Heimatplanet und da auf diesem Planet soll die neue Map sein und das gibt uns schon mal ein bisschen einen kleinen Teaser darauf. Ja, in Season 11 gibt es eine neue Map. Ich versuche jetzt hier diese ganzen einzelnen kryptischen Sachen, die wir hier sehen, gar nicht erst zu entziffern, aber es scheint sehr, sehr eindeutig zu sein, dass wir auf jeden Fall in Season 11 eine neue Map bekommen. Jetzt kommen wir zu den Tagen, wo wir die Season 11 Teaser bekommen. Wir haben am 14., am 16., am 18. und am 20. jeweils einen Season 11 Teaser und am 18. gibt es noch einen zweiten Teaser. Was da genau ist, keine Ahnung. Hier steht S10E06, keine Ahnung, weil wir hier zweimal das dritte und das fünfte jeweils am 18. Vielleicht ist an einem, da ist da vielleicht ein Trailer dabei. Jetzt komme ich hier ein bisschen ins Stottern, weil ich einfach nicht weiß, wie ich das hier deuten soll. Sonst, warum zweimal der 18. dabei ist. Ich denke, da ist vielleicht noch ein Trailer mit dabei. Jetzt kommt der Wahnsinn. Bin ich auf eure Meinung ebenfalls gespannt. Wem der Arena-Modus in einem 3 vs. 3 nicht ganz reicht, der wird wahrscheinlich sich bald freuen in Season 11, vielleicht schon, aber ob das in Season 11 passiert, müssen wir mal abwarten. Einen 4 vs. 4 und ein 5 vs. 5 Modus. Finde ich sehr, sehr interessant. Das hat dann schon sowas Team Deathmatch mäßiges, je nachdem wie die Regeln halt sind. Aber ein 4 vs. 4 und 5 vs. 5 würde ich mir extrem geil vorstellen, wenn man sofort, wenn man abgeknallt wird, sofort wieder respawnt und gleich wieder in die Menge ballern kann. So musst du halt jedes Mal warten, bis du entweder gedownt und wieder hochgehoben wirst oder bis die Runde vorbei ist und dann die nächste Runde beginnt. Da könnte ich mir ein 4 vs 4 oder 5 vs 5 wirklich extrem geil vorstellen. Weil wir einmal beim Thema Arena-Modus sind, der Name der neuen Arena-Map in Season 11 ist bekannt. Encore heißt die Map. Ich habe jetzt einmal eine Draufsicht ohne Texturen. Ich denke mal, wenn es dort Bilder mit Texturen gibt, werde ich die auf jeden Fall demnächst nachreichen. Und es gibt auch schon Bilder, optisch zumindest so eine Art kleines Teaser-Bild. Hat so ein bisschen was Düsteres, Destiny-Style-mäßig, finde ich sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass in Season 11 diese Map rauskommen wird. Jetzt haben wir die Deathbox für Tropic Island. Die Map in Season 11
sieht so aus. Ich meine, im Endeffekt sieht es aus wie eine normale Deathbox. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Nur, dass sie einfach total verwittert und dreckig aussieht. Passt so ein bisschen zu so einer Insel. Ein bisschen, was weiß ich, als würde sie schon ewig irgendwo im Dreck, im Matsch, am Strand oder sonst wo rumliegen. Finde ich auf jeden Fall, auch wenn es nichts Besonderes ist, eine coole Sache, wenn wir mal eine neue Map bekommen und sich vielleicht einzelne Sachen optisch auch mal ein bisschen abheben, die es immer gibt, aber einfach mal anders aussehen. So, und jetzt habe ich noch etwas und dort vermutet der Dataminer Kral Rindo hat es, glaube ich, geschrieben, er hat es gepostet und jemand anders hat, glaube ich, geschrieben, er vermutet dahinter die menschliche Version von Ash. Passt optisch auch. In welchem Zusammenhang das jetzt aktuell steht mit Season 11, ob in Season 11 vielleicht sogar Ash die neue Legende ist und so weiter. Man vermutet ja schon lange, lange, dass Ash als Legende noch kommt aus dem Titanfall-Universum, vielleicht sogar noch Blisk und so weiter. Wann, warum, weshalb und ob überhaupt, steht noch in den Sternen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das war's soweit jetzt erstmal mit den Season 10 und Season 11 News. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.